Ja, herzlich willkommen bei Betzmann Galvanik. Viele denken sich, hups, was hat er denn da wieder alles zusammengestellt auf seinem kleinen Plätzchen? Was will er uns denn heute wieder zeigen? Es geht um das Thema Schwarzchrom, Schwarzruthenium, Schwarzrhodium. Es häufen sich vermehrt immer Anfragen, welches Metall bringt was und wieso haftet es bei mir manchmal nicht so gut? Und im Internet gibt es dann mittlerweile dubiose und geheime Zwischenschritte und was hat es damit auf sich? Und das möchte ich heute mal ein bisschen erläutern. Also, wir haben jetzt irgendein x-beliebiges Metall, sei es aus dieser Bedampfer-Verdampfer-Szene, wo irgendwelche Edelstahlteile beschichtet werden, oder wir haben jetzt Münzen im Bereich, oder wir haben Besteck, oder wir haben an einem Fahrzeug Fahrzeugembleme, wo man nicht mehr verchromt haben möchte, sondern das dunkel gehalten wird, auf Chrom nichts hält, also das Lackieren und andere Sachen fallen aus. Und man möchte was Schwarzes haben. Jetzt kommt die Frage, was nehme ich? Schwarzes Chrom, schwarzes Ruthenium, schwarzes Rhodium. Optisch sind die Metalle kaum zu unterscheiden. Sie haben auf sehr feste Abriebfestigkeit eine sehr gute Härte. Von dem her ist es auch immer eine Kostenfrage, ob man zum Schwarzchrom oder Schwarzruthenium oder sogar zum sehr teuren, was wirklich in der Herstellung sehr teuer ist, Schwarzrhodium kommt. Man darf auch nicht vergessen, dass beim Schwarzrhodium 20 Gramm Metall auf 100 Milliliter sind. Das ist also schon eine Menge Holz, die da drin sind. Macht das Ganze natürlich etwas teurer. Wer sagt, ich will nur 10 Milliliter, 20, kann man natürlich entsprechend auch verkaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn man das bei mir im Shop nicht findet unter www.betzmann-galvanik.de, dann einfach eine E-Mail schreiben und sagen: Servus, ich brauche 10 Milliliter vom Schwarzrhodium, dann machen wir das so. Das ist überhaupt kein Akt. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich habe jetzt also irgendeine Beschichtung, die soll schwarz rhodiniert werden. Jetzt, was muss ich tun? Also, als allererstes das Polieren. Polieren kommt immer vor der Beschichtung, auch in der Bartgalvanik, weil es bringt nichts, auf einer matten Fläche einen glänzenden Abscheidung zu bekommen oder rostig oder verdellt oder verbeult oder zerkratzt. Ja, das ist immer die Oberflächenvorbehandlung kommt vorher. Also Hochglanz polieren, Hochglanz verdichten, mit Schleifen, mit Polieren, egal was, immer bevor man überhaupt anfängt. Dann gründliches Entfetten mit dem sogenannten Elektrocleaner. Also nicht Bremsenreiniger, nicht Entfetter und nicht Aceton. Ultraschallbäder sind okay, aber wie gesagt, der Elektrocleaner, das ist das A und O, weil der entfettet richtig galvanisch die Oberfläche. Das zweite ist meistens der Aktivator, weil der von den nickelhaltigen Flächen, wenn wir entchromen, Nickelschicht freilegen. Wenn wir Edelstahl haben oder Messing, wo sehr viel Nickel drin ist, bildet der Nickel eigene Oxidschichten, die werden mit dem Aktivator entfernt. Nochmal der Hinweis, wer meine Produkte kauft, kriegt von mir technische Unterstützung, Handbuch, Leitfäden, alles mit dabei. Jetzt ist so, Schwarzrhodium und Ruthenium und schwarzes Chrom halten immer am besten auf Kupfer, auf Nickel oder auf Gold. Die einfachste Variante ist Kupfer oder Gold. Wenn man natürlich die teurere Goldvariante mit 8 oder 12 Gramm nicht haben möchte, dann nimmt man halt einfach ein Goldflash. Ja, der Goldflash ist farblos, der hat keine Härtezusätze, 2 Gramm auf den Liter, ist sehr günstig. Wie gesagt, man sagt immer 100 Milliliter, ist bei allen Produkten so, schafft man ungefähr einen Quadratmeter Fläche. Von dem her ist das okay. So, wir haben jetzt hier also durchvergoldet bis zum Anschlag. Ja, also man sieht ja selber, man kommt mit dem Gold überall in jede Ritze rein. Und jetzt ist so die Empfehlung laut Leitfaden immer noch mal gründlich entfetten und dann mit schwarzem Rhodium. Wenn ich jetzt hier schwarzes Rhodium habe, ist ganz wichtig. Ich kann folgende Fehlerquellen ausschließen, indem ich das Produkt auf knapp 50 Grad erwärme, sauber arbeite und eine Graphitelektrode bzw. eine Platinelektrode benutze. Dann habe ich schon sehr viele Fehlerquellen ausgeschaltet. Bei wenig Spannung anfangen, also hier so um die 3 Volt, weil der Graphitstab, der lässt schon sehr viel Strom durch, weil je geringer die Abscheidung ist, desto dunkler wird es, weil wenn ich hier mit 7, 8 Volt dran gehe, dann kriege ich so einen Anthrazitenabschlag, so wie hier. So, und jetzt kommt der ach so geheime Zwischenschritt. Und zwar ist das diese Flüssigkeit. Ich sage jetzt nicht, was es ist, weil, wie gesagt, wer bei mir Produkte bestellt, bekommt die Leitfäden. Im Leitfaden steht es ganz genau drin, was es ist, wo man es herkriegt, wie man es kauft. Kann jeder kaufen, ist überhaupt kein Akt. Aber das ist das Ding. So, jetzt nehmen wir destilliertes Wasser, sprühen das einfach nochmal ab. Und jetzt machen wir nichts anderes als das Wort. Dieses Teil. Einfach da eintauchen. Mitsamt der Minusglimme ist gar nicht schlecht, weil nämlich die Minusglimme dann auch gleichzeitig gut gereinigt wird. Wie?
So, das soll es gewesen sein. Ja, das schäumt ein bisschen, also keine Angst, da funzt nichts, da explodiert nichts. So, jetzt nehme ich nochmal ein etwas größeres Töpfchen destilliertes Wasser und reinige das nochmal durch ein paar Mal hin und her fahren. So, und jetzt kommen wir zum Schwarzrhodium, Schwarzruthenium, Schwarzchrom, was auch immer. Jetzt in dem Fall habe ich mal schwarzes Rhodium, also die Luxusvariante in der Schwarzbeschichtung. Wie gesagt, schön über den Becher halten, läuft uns nichts davon. Kleine kreisende Bewegungen machen. Dauert natürlich bei wenig Spannung ein bisschen etwas länger. Sieht, nimmt super sauber an. Da wo die Klemme jetzt war. Nochmal der Hinweis zur Schichtdicke. Je länger ich da drüber fahre, desto dicker wird die Schicht. Ganz einfach. Aber man kann ungefähr eine Minute ein Mikron. Und wenn man halt Dinge benutzt, ständig in der Hand hält, im Hosenbund, sonst womit sich rumschleppt, dann macht man es natürlich etwas dicker, also die Beschichtung etwas länger. Was man natürlich auch machen kann, ist eine kleine Bartgalvanik produzieren. Das heißt, ich habe hier eigentlich einen Becher mit Plus und Minus. Das heißt, das Minus halte ich jetzt hier an die Seite rein, das Plus daneben und habe dann quasi wie ein Bart. Das heißt, die Elektrolyse läuft jetzt von Plus nach Minus, scheidet sich gleichzeitig eigentlich von allen Seiten ab. Das heißt, ich nehme aber dann nochmal das Minus und drehe das entsprechend ein bisschen hin und her, dass die Abscheidung von allen Seiten gleich ist. Je nach Metall und Untergrund ist die Abscheidung natürlich nur etwas dunkler. Kriegt man auch mit Erwärmen auf 50 Grad locker hin. Und jetzt habe ich das einfach mal so ein bisschen kurz einwirken lassen. Nimm nur mal destilliertes Wasser, sprühe das ab. Und jetzt ist der Punkt, wo sich ja immer viele verfürchten. Jetzt kommt der Lappen und man fährt drüber. Und manche haben dann hier schon das Problem, dass sich das Schwarzchrom oder das schwarze Rhodium schon ein bisschen abreibt. Die Haftung ist schlecht. Kann man natürlich immer alles nochmal von vorne machen, aber man sieht, das hält. Ja, also. Schwarzrhodium, Schwarzchrom, Schwarzruthenium. Ja, wer Fragen und Sorgen hat, immer einen Betzmann fragen, weil er weiß es. Ja, ich bin also nicht nur dafür da, die Sachen zu verkaufen oder hier im weißen Kittelchen irgendwelche Vorführungen zu machen, sondern ich zeige euch genauso, wie es funktioniert. Ich mache das auch gerne im Rahmen einer Schulung. Ich sage immer, wer zu mir kommt, der bekommt auch die nötige Unterstützung. Und dann funktioniert das garantiert. Also nochmal in der Kurzform, nochmal 25 Ampere Spannungswandler hier hinten im Eck. Wer damit 3 oder 5 Volt Ampere immer noch mal eine gute Überlegung wert, ob man sich nicht eins anschafft, wie gesagt. Der Preis ist auf dem Markt fast identisch wie zu meinem. Ich verkaufe es teilweise sogar günstiger, laut Herstellerempfehlung. Also 25 Ampere Plus- und Minuskabel hier hinten eingesteckt. Dann als allererstes Vorderbeschichtung das sogenannte Entfetten. Gründlich, stromlos, mit Strom, wie auch immer. Zweiter Schritt, immer der Aktivator. Dritter Schritt wäre jetzt in dem Fall verkupfern, vernickeln oder vergolden, je nach Untergrund. Ist die Goldvariante meistens die einfachere. Dann haben wir praktisch das fertige Material. Fertig vorbereitet, genauso wie wir es haben möchten. Viele sagen, wow, Gold, passt schon. Oder Silber oder Roségold, das reicht. Manche sagen, jetzt noch eine Stufe drauf, jetzt soll es schwarz werden. Schwarzchrom, Schwarzruthenium und so weiter. Und jetzt kommt das A und O in der Beschichtung. Auf jeden Fall 40 bis 50 Grad warm ist eine zusätzliche Hilfe, wobei ich es jetzt hier nicht erwärmt habe. Ich habe es also rein Zimmertemperatur. Wir haben jetzt draußen 25, 24 Grad. Graphitelektrode ist ganz wichtig oder Platin, kein Edelstahl.
Und bevor ich jetzt hier nochmal anfange, groß zu entfetten oder zu aktivieren, nehme ich diese Flüssigkeit, huhu, ja, wo nicht draufsteht, was drin ist, in meinem Leitfaden schon. Ich möchte einfach nur verhindern, dass man hingeht, meine Videos schaut und sich den Krempel Wonders holt. Das ist einfach der Punkt. Ne? Weil erstens mal sind Wonders die Preise auch nicht wesentlich anders. Und zweitens mal verhindert man, dass durch dieses Mischen vielleicht auch eine Störung kommt. Ja, der eine nimmt einen sauren Kupfer aus der Großgalvanik, der andere nimmt einen alkalischen Kupfer vom Kumpel aus dem Keller. Hochzyanidisch, komplett nichts. Ja, und dann hat man Störungen drin und dann heißt es, ja, es funktioniert dann trotzdem nicht. Und deshalb möchte ich einfach, dass man sagt, nehmt alle meine Produkte, die sind preislich okay, wir haben unheimlich viel Metall drin. Und dann kommt diese Flüssigkeit, die im Leitfaden beschrieben ist, danach kurz spülen in destilliertem Wasser, dann nimmt man einfach so einen Topf mit dem Minus und dann macht man das da drauf und dann sieht es dann so aus. Und das haftet auch. Wie gesagt, da kann man also mit dem Lappen ganz lange rumpolieren, hochglänzen. Wer noch Fragen hat, gerne www.betzmann-galvanik.de. Bin im Internet zu finden, Facebook, Messenger. Einfach Fragen, E-Mail in info@betzmann-galvanik.de. Ja, ansonsten denke ich, war es wahrscheinlich doch sehr lehrreich. Viele sagen, aha, jetzt weiß ich, wo es hakt. Ich habe nämlich die Flüssigkeit nicht. Und bei Fragen, wie gesagt, gerne melden. Ich wünsche euch eine schöne Zeit.